A3.0. Niger ist ein Staat in Westafrika. Zu Beginn des Jahres 2010 leben dort etwa 15,5 Millionen Menschen. Unter der Annahme einer gleichbleibenden jährlichen Wachstumsrate lässt sich die Einwohnerzahl Y Millionen nach x Jahren näherungsweise durch die Funktion f mit der Gleichung Y ist gleich 15,5 mal 1,035 hoch x mit der Grundmenge R plus 0 Kreuz R plus 0 beschreiben. A3.1. Um wie viel Prozent wächst nach dieser Annahme ab dem Jahresbeginn 2010 die Einwohnerzahl in Niger jährlich? Es ist in diesem Fall danach gefragt, um wie viel Prozent wächst die Einwohnerzahl jährlich. Nun, das können wir jetzt ganz einfach aus der gegebenen Funktionsgleichung herauslesen. Man muss nur wissen, für was die entsprechenden Werte stehen. Die 15,5, das sind der Startwert, den haben wir zum Beispiel hier gegeben. Hoch x entspricht der Laufzeit, damit können wir momentan nichts anfangen. Und y wäre die Einwohnerzahl in Millionen nach entsprechend vielen Jahren. Was also übrig bleibt, sind noch die 1,035. Und genau darin verbirgt sich die gesuchte Prozentzahl. Dafür muss man sich nur Folgendes überlegen oder Folgendes wissen. Ein Wert von 1,00 entspräche 100%. Und wenn ich jetzt hier einen Wert von 1,035 habe, ist es nichts anderes als 103,5%. Jetzt ist die Frage, um wie viel Prozent wächst es jährlich? Nun, 100% an Einwohnern sind ja schon da. Es sind also 3,5% mehr. Also als Antwort um 3,5%.